Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Ja, also von mir aus. Ja, aber wie immer sind wir gern. Genau, gehen erstmal zu Ende und dann bitte. Ja, ich habe total fertig gegangen. Ja, mach mal. Achso, guten Tag auch. Ja. Wir sind schon seit mehreren Minuten auf Sendung, vermutlich. Und, nein, so schlimm ist nicht. Nein, halbe Stunde. Ich habe irgendwann mal gedrückt. Ja, passiert ja auch nichts Schlimmes vor. Ja, herzlich willkommen zum Orcast, zur 95. Ausgabe. Also 95 Monate haben wir uns jetzt schon an der Placke. Und ja, wir erzählen euch in dieser Folge, die den wunderschönen Titel trägt. Weißt du noch? Nee. Du hast ihn aufgeschrieben, hoffentlich. Ich habe ihn aufgeschrieben. Der blaue Schuss ins Grüne. Featuring Elmar oder Fritz Wepper. Sucht euch aus, welchen. Genau. Euren Favoriten. Das klingt irgendwie Pest und Cholera. Genau. Nein. War eigentlich so eine Sendung drauf. Also das wäre eigentlich mal eine Idee gewesen. Deutschland sucht den Superwepper. Ja. Genau, zwei Kandidaten. Gut, wird dann kurze Staffel, aber... Das erinnert mich an ein Spiel, das ich mit meinem Bruder früher mir ausgedacht habe. Und zwar, kennst du Kaiserschießen? Sagt dir das was? Nicht. Da hast du irgendwie ein Tor vor dir oder irgendwas, wo ein Ball quasi zurückprallen kann. Und dann spielst du quasi Fußball-Tennis, nur dass halt nacheinander man drankommt. Das ist wie wenn man die Hälfte von der Tischtennisplatte hochgeklappt hat, quasi. Nur das Ganze eben mit einem Fußball und ohne Schläger. Und da musste man dann natürlich sich einen Preis ausdenken. Und da habe ich irgendwann mal, weiß nicht, Sportverein, Adventsfeier, was weiß ich, irgendwie so einen hässlichen Teller mitgebracht. So goldfarben und hatte so Strasssteine im Rand drin. Und wenn man sich den auf den Kopf gesetzt hat, sah es halt aus, als hätte man so einen goldenen Helm auf. Und dann war man der Träger des goldenen Helms. Dann habe ich mir noch so ein Regelwerk ausgedacht, ein völlig absurdes. Und diese Geschichte des Kaiserballs, der dann irgendwann mal der stinky Glitzer-Kaiserball hieß. Die Geschichte zu erzählen, das dauert zu lang. Ja, um was ging es jetzt eigentlich nochmal? Sportart, eine komische Idee. Ja, genau. Genau, und da haben wir halt jede Woche quasi gespielt und dann hat der Helm immer gewechselt. Okay. So was ähnliches wie der Superwepper. Das ergibt keinen Sinn. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ja. Hallo, willkommen zum Orcast. Hallo. Wir starten... Soll ich erzählen, dass wir hoch 1 gespielt haben? Nein. Bitte? Was, wer hat wo gespielt? Wir haben hoch 1 gespielt stattdessen. Um das Vorgeblänk ein bisschen die Leute lieben es. Ja. Wir splitten den Dezember. Finde ich eine gute Idee, weil die erste Hälfte ist Vorweihnachtsfreude, die zweite Hälfte ist Weihnachten dann quasi. Und das Radio ist ja gepickepacke voll dann um den Weihnachtstag, um die Weihnachtswoche rum. Deswegen ist das durchaus sinnig und außerdem können wir noch ein paar aktuellere Sachen dann später dazu nehmen. Deswegen fangen wir mit dem Dezember Teil 1 mit dem Vorausblick an. Dann abten wir den Hörspielmonat November. Da hat sich nämlich schon ein bisschen was getan, was neu hinzugekommen ist, was wir teilweise schon gehört haben. Und da gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Und dann gucken wir zurück in den Oktober, was es da an Schönem oder nicht so Schönem gab. Beides. Ja. Und dann gucken wir noch viel, viel, viel weiter zurück, weil da haben wir noch ein paar Reste. Und wie das für die Reste gehört, kleben da auch News und Gedöns mit dran. Ja, und dann kommt der zweite Teil des Dezembers mit der Weihnachtswoche und ja, ho, ho, ho und so, ihr wisst. Genau, und wir schmeißen uns rein. Machen wir. Vorausblick in den Hörspielmonat Dezember. Geht los mit dem 1. Dezember, das ist ein Sonntag. Und ab da wird es höchstwahrscheinlich Hummel, Hummel, Mord, Mord die neue Folge geben. Die Folge 19 bei Radio Hamburg, wie immer. Und wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch. Wissen wir. Ach, da steht es ja auch, Rolf Zukowski. Passend zu Weihnachten. Ja, das stelle ich mir auch ein bisschen merkwürdig vor. Wieso? Ich weiß ja, Rolf Zukowski ist für mich so vollkommen ungreifbar. Ich weiß nicht, ob der sympathisch ist. Ich habe überhaupt keine Idee, wo Rolf Zukowski. Ich stelle mir das schön vor. Das ist eine schöne Fallhöhe. Also hier so der hier mit den Kindern immer so lustig singt. Das ist eine schöne Fallhöhe. Wenn man dem irgendwas Fieses gibt oder irgendwie so. Das könnte ganz gut funktionieren, glaube ich. Okay, ja, klar. Gucken wir mal. Zumindest besser als Alvaro Soler, oder wie die anderen hießen. Ja, da so wurde er irgendwann mal zwischendurch. Da waren ja so mehrere, die, wo man immer so denkt, wer ist das? Mhm. Bleiben wir am 1. Dezember, springen wir ins Radio um 8.05 Uhr. Bei Deutschlandfunk Kultur gibt es ein Hörspiel, was wir euch schon mal vorgestellt hatten. Der Weg durch die Wand von Christine Nagel und Robert Gernhardt.
Dann geht's weiter mit der unendlichen Geschichte. Das hatten wir euch den ersten Teil ja auch schon angekündigt. Ja, das große Hörspiel nach Michael Ende, das beim WDR 2014 auch bei Hörbuch Hamburg dann auf CD rauskam. Großes Ding, hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt läuft's eben im Radio. Und am Sonntag um 14.04 Uhr gibt's im WDR 5 dann schon den zweiten Teil, das südliche Orakel. Regie Petra Feldhoff, da ist Dickmusik von Felix Rösch drin. Das ist sehr hörenswert und macht sehr viel Spaß. Wiederholungen sind immer samstags um 19.04 Uhr bei WDR 5 und sonntags gibt es das Ganze dann um 14.04 Uhr, also jede Woche einen Teil. Und am 1. Dezember um 15.05 Uhr gibt es bei Bayern 2 eine Ursendung und anschließend eine Download-Möglichkeit. Das neue Alphabet, das neue Hörspiel von Alexander Kluge. Man darf gespannt sein. Ja, dann ein Hörspiel, das wir euch schon vorgestellt haben. Und zwar gibt's das zu hören am Sonntag, immer noch 1. Dezember, 17.04 Uhr im WDR 5 und heißt Patentöchter nach Julia Albrecht und Corinna Ponto, eine WDR-Produktion aus 2017. Ja, dann gibt es ein neues niederdeutsches Hörspiel, was schon Ende November erstmals gesendet wurde und jetzt bei Bremen 2 läuft am 1. Dezember. Der Sarg mit dem Bürgermeister heißt es, ist von Jochen Schwimmerk, wie gesagt eine Neuproduktion. Unter anderem sind neben den vielen bekannten Marken aus dem niederdeutschen Hörspiel auch Jens Wafacek zum Beispiel zu hören. Also könnte man zumindest nur riskieren. Die Wiederholungen laufen dann auf in der 1 Niedersachsen am 2. Dezember, ebenfalls am 2. Dezember bei Bremen 2 um 21 Uhr und nochmal um 21 Uhr, allerdings 4. Dezember bei NDR 90,3. Die Sache, ne? Ich habe immer mit der Sack gerade nach. Ja, ja, genau. Der Sack mit dem Bürgermeister ergibt keinen Sinn. Dann gibt es den zweiten Teil der kalten Schulter zu hören in SWR 4 Baden-Württemberg am immer noch Sonntag, den 1. Dezember, 21.03 Uhr. Dann gibt es am 2. Dezember um 14 Uhr bei SRF 1 das Hörspiel Abgefahren von Hugo Rentler, die SRF-Produktion aus 2015. Das Ganze gab es auch in einer SWR-Fassung. Ist ein Hörspielmonolog. Vorgestellt hatten wir euch das Ganze auch schon und falls ihr es verpassen solltet, es gibt es auch zum Download. Ja, dann Montag, nicht mehr Sonntag, 2. Dezember, 19.04 Uhr im WDR 3, ein Hörspiel von, aufgemerkt, Philipp Stegers aus 2000, schon ein paar Jahre auf dem Buckel, S-Bahn fahren heißt es. Genau, und ist seine Hörspielpremiere. Ah, okay. Ein Erstlingswerk, ja. Ja, dann gibt es im Radio einen Podcast, den wir euch im letzten Orcast schon angekündigt hatten. Damals hieß es noch Stuttgart-Olgerstraße 7C oder Olgerstraße 7C Stuttgart, so rum. Man hat sich mittlerweile für einen anderen Titel entschieden. Das Ganze heißt jetzt Karma Küche Bad. Stuttgart-Olgerstraße 7C bleibt aber als Untertitel enthalten. Genauso gibt es noch einen zweiten Untertitel, eine schwarze Utopie in 5 Zimmer Küche Bad. Ja, man darf gespannt sein. Also wie gesagt, das Radio ist schon ab 2. Dezember dran, das täglich zu senden von Montag bis Freitag 19.45 Uhr. Und das Ganze gibt es als Podcast schon ab dem 30. November. Alle im Podcast-Fieber, ne? Hammer. Ja, genau. Es schlägt um sich, ja. Ja, und jetzt kommt Pro7 noch dazu. Ist das gehört? Ja, genau. Das ist schon irre. Dazu mehr in New. Dann Montag um 22 Uhr im MDR Kultur gibt es eine Ursendung und zwar Das Jahr des magischen Denkens, ein Hörspiel nach Juan Didion, eine MDR-Produktion. So, ein Kracherle beim Deutschlandfunk Kultur am Montag, 2. Dezember, Krimitermin um 22.03 Uhr. Da läuft nochmal Der Mieter nach Marie Belloc-Launce und das Ganze ist eine RBB Kulturradio-Produktion aus 2018, die ihr auch bei Osterwold Audio auf CD erwerben könnt. Dann eine Ursendung und zwar am Dienstagabend 19.04 Uhr im WDR 3 gibt's Unser Leben in den Wäldern, ein Hörspiel nach Marie Dariusek, eine WDR-Produktion. Ebenfalls gleiche Sendeplatz, allerdings am Mittwoch, 14. Dezember, 19.04 Uhr, WDR 3, ebenfalls eine Ursendung, All Adventurous Women Do, heißt das Ganze und ist ein neues Hörspiel von Tanja Sliva. Dann Mittwoch, ein Kracherle, noch eins. Im BR2 gibt's zu hören ab 20.05 Uhr das großartige Hörspiel Vertigo von Pierre Bouillot und Thomas Narkejak. Eine Produktion des RBB aus 2009, das dann relativ spät beim Audioverlag dann doch noch auf CD erschienen ist, aus 2018. Regie Regine Ahrem aus der Reihe Hollywood on Air und das ist einfach nur fantastisch. Richtig.
Ja, den zweiten Teil von Die Verwirrung des Zöglings Zwölles, den könnt ihr hören am Donnerstag, den 5. Dezember, 22.03 Uhr bei SWR 2. Auch darauf hatten wir euch ja schon im vergangenen Orcast hingewiesen. Dann am Donnerstag, 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur, gibt's wieder eine Ursendung. Und zwar das Hörspiel mit dem sehr schrägen Titel Mädchenliegestütze von Sarah Kilter, eine Deutschlandfunk Kulturproduktion. Ja, dann springen wir in den Handel. Am 6. Dezember gibt es unter anderem Der kleine Huibu, Folge 15, Dicke Freunde und Das verzwickte Geburtstagsgeschenk. Sind die Freunde dick oder ist die Freundschaft dick, frage ich mich da. Ich hoffe doch mal Letzteres. Ja, mal gucken. Dann die Ausrufezeichen gibt's auch. Die 64, der Graffiti Code. Oder heißt es Graffiti oder Graffiti eigentlich? Tja, beides. Gute Frage. Eine neue Punkies gibt's auch. Noch kein Titel. Die Folge 18. Und eine neue Hunter gibt die 42, Schuld und Sühne. Und eine neue Dreamland Grusel, die 41. Ja, verschlägt es jetzt auch ins All. Die Weltraummonster bei Dreamland. Mhm. Ja, bei PDAX hat man im Archiv gekramt, eine HR-Produktion des Jahres 1968 wohl gefunden. Fälle ohne Akten heißt das Ganze und ist von Hans Kasper. Ja, und eine Teufelskicker, die Folge 80 auch schon, der Kommerzclub, Ausrufezeichen. Na, wer ist damit wohl gemeint? Mal gucken. Ah. Und eine THKG, die 213, das unheimliche Dorf, ist auch ab 6. Dezember im Handel erhältlich. Mal gespannt, ob es in dem guten Flow weitergeht, der letzten Folgen. Ja. Dann gibt es einen Tatort, der wird wiederholt im SRF 1 am Freitag, den 6. Dezember, nämlich ein aktueller, die 137 Psychotrop von Tom Peuker, den wir nicht so gut fanden. Nein, leider nicht. Ja, und wesentlich besser fand ich schon das, was bei SWR 2 um 22.03 Uhr läuft. Die Gottanbieterin wird nun wiederholt von Thomas Fritz. Auch das haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit vorgestellt. Link findet ihr bei uns auf der Seite. Ja, dann am Samstag, 7. Dezember um 14 Uhr im Ö1 gibt es eine Ursendung. Und zwar Six Seasons von Bildern im Kunsthistorischen Museum Wien. 1 bis 4 von ganz vielen Menschen. Mit noch mehr Menschen. Gibt's zu hören. Bin ich gespannt. Die ersten 4 und Teile 5 und 6 kommen dann eine Woche später. Werden da Bilder verhörspielt? Ja, irgendwie schon. Okay. Ja. Naja. Warum auch nicht? Ja. Ja, dann 7. Dezember 14.04 Uhr bei HR2 gibt es theoretisch eine Ursendung, weil eigentlich war es als Ursendung geplant. Das Hörspiel 1,5 Wunder und ein Spatz von Angela Geritz hat allerdings den Deutschen Kinderhörspielpreis der ARD gewonnen und dadurch wurde es schon mal im Radio gesendet und zwar beim WDR Ende November. Wir konnten es aber noch nicht hören und müssen das dann noch nachreichen, werden wir auch tun, denn das wurde sehr gelobt und klang, also was man da hören konnte, sie haben versucht bei der Nacht der Gewinner nicht allzu viel zu spoilern, aber was man raushören könnte, klingt das sehr, sehr gut. Und Angela Geritz. Oder für uns sein, ja. Das ist bestimmt was Tolles. Hätte schon mal gewonnen vor 1-2 Jahren, ja. Und Hans-Helge Ott, das muss ja was werden. Dann bleiben wir beim 7. Dezember am Samstag. Um 20 Uhr gibt es im SRF 2 Kultur noch einen Tatort. Vielleicht ist schon in Vorbereitung auf den SRF-Tatort, der dann kommt. Ne? Genau, der kommt ja gerade. Läuft man sich quasi warm. Die 135, die war dann schon deutlich besser. Auslöschung von Thilo Reffer, der MDR-Tatort, der letzte. Dann 7. Dezember, der Samstag, erste Samstag im Monat. Bei Deutschlandfunk läuft immer das Hörspiel des Monats aus den 3 vorhergehenden Monaten. Also jetzt Hörspiel des Monats September. Bar der Panik wurde es damals. Das SWR-Hörspiel von Oliver Gluck. Und dann am Samstag um 21.05 Uhr im NDR Kultur gibt es den zweiten Teil von Ausbruch, ein Hörspiel nach Dominik Manotti, die Koproduktion von SWR und NDR aus 2019. Ja, da werden wir schon noch ein bisschen was zu erzählen, demnächst bestimmt. Das will ich nämlich auch unbedingt gehört haben. Ja, dann gibt es bei SRF Zambo viel zu hören. Und zwar spätestens ab 8. Dezember wird es die ersten 3 Staffeln nochmal zum Download im Podcast von Zambo geben. Team FLS, Hoteldetektive im Isatz, wie gesagt, die ersten 3 Staffeln, Willi Neff und die erste bzw. die 3. Staffel wird es dann auch ab dem Sonntag zum Hören auf dem Programmplatz von Zambo geben, jeweils um 19 Uhr, montags bis donnerstags. Ja, dann ein Klassiker und zwar gibt es den zu hören, Kinderlein aufgewacht, ach nee, ist ja gar nicht so früh, 14.05 Uhr, da sollte man schon längst wach sein, am Sonntagnachmittag im NDR Info gibt es Kalle Blomqvist, der Meisterdetektiv. Ich hatte mal eine Kinderkassette mit ganz vielen
Titelmelodien und da war Kalle Blomqvist auch drauf, seither ist mir dieses Lied so im Ohr. Den ersten Teil nach natürlich Astrid Lindgren, die NWDR-Produktion aus 1954, die auch bei Oetinger Audio mal auf CD rauskam, 2002 war das. Ja, mit Andreas von der Meden als Kalle. Ja, und Cornelia Boje und Thomas Pieper als Gespann, Eva Lotte und Anders. Ist auch schon stark, dass man in so einer, so einem Kinderhörspiel tatsächlich alle sich irgendwie in den Job geblieben sind. Das hat man auch selten. Krass. Ja, meistens so irgendwelche, die dann, von denen man dann nichts mehr gehört haben, die dann einen ganz anderen Weg einschlagen. Aber hier tatsächlich alles drei große Namen. Ja, 8. Dezember, 17.04 Uhr, SR2, gibt es auch eine Ursendung. Nio Tai Mori heißt das Ganze, ist ein Hörspiel von Sarah Bertium. Wie hat man denn die Namen da alle reingeschrieben? Ist ja unglaublich. Ja, und wie gesagt, Neuproduktion SR aus diesem Jahr. Und noch eine Ursendung. Und zwar am Sonntag um 18.20 Uhr im SWR2. Ein Hörspiel mit einem sehr spannenden Titel, Der Zauberer von Ost. Hörspiel von Henning Nass und Bernhard Schütz, eine SWR-Produktion. Ja, dann eben schon erwähnt, es geht um 19 Uhr bei SRF 1 los mit Team FLS, Hoteldetektive im Einsatz, die dritte Staffel, Teil 1, wie gesagt, am Sonntag, 8. Dezember. Und dann montags, donnerstags gibt es dann die nächsten Teile und die Woche drauf dann den Rest davon. Ja, dann immer noch Sonntag, 19.04 Uhr im WDR 3 gibt es noch eine Ursendung und zwar Jazzy Diaspora oder die Geburt eines säkularen Juden. Ein Hörspiel von Paul Brody, eine WDR-Produktion. Ja, und der NDR hat auch was Ursendungsmäßiges in Vorbereitung. 21.05 Uhr am 8. Dezember gibt es dort das Hörspiel Der fünfte Engel von Volker Brekelt aufgemerkt. Oh, Volker Brekelt, schon ewig nichts mehr gehört von dem Mensch. Ja, das stimmt, ja. Sehr spannend. Ich habe ja immer noch sehr, sehr in Ehren seine, oh, diese Reihe, die dann so toll als Buch rauskam, diese CDs. Weißt du, was ich meine? Oh. Das war auch so Abenteuer. Ja, meinst du die? Ja, so ähnlich, genau, ja. Ja. Das ist so toll. Oh, das ist auch ein Schmuckstück in der Sammlung. Wirklich schön. Ja. Und die Hörspiele waren auch toll. Ja, dann am Montag, 19.04 Uhr im WDR 3, eine Ursendung. Und zwar, oh, muss ich da mal groß rufen, was man von hier aus sehen kann. Teil 1, ein Hörspiel nach Mariana Leki. Heidewitzka, aufgemerkt. WDR-Produktion am Regiepult, aufgemerkt. Petra Feldhoff. Ja, das könnte doch was werden, denke ich mal. Genau, es sind Vierteiler, der in der Woche gesendet wird, dann von Montag bis Donnerstag jeweils 19.04 Uhr und auch im Januar auf CD erscheinen wird. Cool, da freue ich mich. Und zum Download gibt es das Ganze auch noch. Ja, wird aus allen Rohren geschossen. Ja, 9. Dezember, 22.03 Uhr, Krimitermin, Deutschlandfunk Kultur, auch eine Ursendung. Und zwar der erste Teil von Fake Metal Jacket, ein Hörspiel von, beziehungsweise nach Sven Recker. Bearbeitet hat das Ganze Wolfgang Sesko und Sven Drecker und Wolfgang Sesko hat auch gleich die Regie übernommen. Okay, klingt genau. Auch gut. Teil 2 gibt es dann eine Woche später und das Ganze wird auch nochmal wiederholt bei Deutschlandfunk im Mitternachtskrimi am 14. und 21. Dezember. Dann kurz in den Handel. Es gibt was Neues bei Audible ab dem Dienstag, 10. Dezember und zwar Draculino, die erste Staffel. Ja, ein Hörspiel von Elfi Donnelly. Na, da sind wir doch auch gespannt. Und am Dienstag, 10. Dezember um 20.10 Uhr beim Deutschlandfunk gibt es das Hörspiel Zoo von Patricia Görg nochmal zu hören. Ja, dann am Mittwoch, 11. Dezember, 20.05 Uhr gibt es im BR2 zu hören einen Radiotatort. Und zwar einen neuen Radiotatort. Und noch was Stärkeres, und zwar den ersten Radiotatort des SRF. Ein Hörspiel von Matthias Berger, Gio-Matthias Cavelti und Lukas Holliger. Die 140 heißt Der dunkle Kongress. Musik? Ulrich Bassange. Grüße. Grüße. Ich bin gespannt. Ja, sehr. Also das klingt... Ja, also ich meine, der SRF hat im Hörspielbereich in den letzten Jahren ja dermaßen gerockt und ganz viele tolle Sachen gemacht, ganz viele tolle Ideen umgesetzt. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Der ist tatsächlich vermutlich gerade so ganz frisch fertig. Also ich habe jetzt gestern oder vorgestern den neuen SRF-Radio-Krimi-Podcast gehört, in dem Wolfgang Höll alleine saß, weil Susanne Jansson in den letzten Zügen beim Radiotatort sein musste und nicht am Podcast teilnehmen konnte. Also es ist, ja, wenn ein ganz frisches Baby. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil... ja, es geht um eine Reise in der Vergangenheit. Im Klappentext taucht der Begriff Sherlock Holmes auf. Es klingt für einen Radiotatort schon sehr merkwürdig. Aber ich bin sehr gespannt. Ja, genau.
Eisenbachfälle. Also, ja, Erwartungshaltung ist groß. Aber ich glaube nicht, dass sie enttäuscht wird. Kann ich mir nicht Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, ich glaube, das wird schon was. Dann, Mensch, ein guter alter Bekannter, lief auch schon ewig nicht mehr. Heinz Strunks Fleisch ist mein Gemüse. In der wirklich tollen Verhörspielung des WDR und NDR aus 2006, die unglaublich viel Spaß macht und wehtut, ja. gibt es auch am Mittwoch, den 11. Dezember, 20.05 Uhr im NDR Kultur nochmal zu hören. Ja, das macht sehr viel Spaß und wie gesagt, tut auch entsprechend weh. Ja, aber es ist einfach immer noch großartig. Ja, das Schlimme ist, dass es halt alles real ist und das ist macht einem das schon wirklich Angst. Ja, 11. Dezember, 22.03 Uhr, Deutschlandfunk Kultur, gibt es eine Ursendung. Das Hörspiel heißt Heat und ist von Hanna Hartmann. Und noch eine Ursendung am Mittwoch, 22.38 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Wie kocht man einen Phönix? Ein Hörspiel von Ellen S. Weiß. Ja, ich weiß nicht. Dann lieber schnell in den Handel. Da gibt es ab Freitag, den 13. Dezember, einiges zu hören. Unter anderem die 7. Folge von Edgar Allan Poe und Auguste Dupin, Der Tod der schwarzen Schafe. Und ein Mokabrus, Macabros Classic, die 14 Knochensaat bei der Winterzeit. Knochensaat war das nicht? Ach, das war die letzte Folge der Europaserie. Ich habe jetzt gerade an John Sinclair gedacht. Gibt es da nicht auch eine Knochensaat? Bestimmt. Ja. Knochensaat ist ja, hat man ja immer mal gerne. So, wenn es früher kommt und ja, sich raus in den Garn holt. Das stimmt, gibt es nicht Hornmehl und sowas? Genau, Hornmehl, Knochensaat, alles eins. Ja, und in Winterzeit lieber die Begleitmusik dazu. In Soundtrack. Nein. Ja, dann gibt es auch was Neues bei Oliver Dörings fantastischen Geschichten. Die Farbe aus dem All wird verhörspielt. Ein Lovecraft. Und als Bonus gibt es auch die an Halloween erschienene Bonusgeschichte Der schreckliche alte Mann, so hieß er, oder? Mhm, genau. Genau. Und das da ist, kommen wir später noch zu. Habe ich gelesen, eine ganz alte Nummer von Oliver Döring anscheinend, die er schon irgendwie ganz lange, also es nicht auf Halde hat, aber immer machen wollte und das quasi nur noch auf das Format irgendwie gewartet hat, dass er das mal rausbringen kann. Ach so. Irgendwie sowas habe ich bei Imaga gelesen. Mhm. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Ja. Lovecraft ist immer spannend. Ja, Mensch, apropos Lovecraft, The Lovecraft Five. Ja, das klingt irgendwie nach Musiktruppe. Gibt es dann auch die Folge 3 schon, der Außenseiter bei Contendo, die neue Serie von Contendo. Hörspiele von Julie Haversen nach natürlich H.P. Lovecraft, ja, aus dem Hause Contendo. Mal gespannt. Am Freitag, den 13. Ja, genau. Natürlich passenderweise. Ja, also, da rächt sich jetzt ein bisschen, dass wir das Update nach hinten geschoben haben, weil jetzt haben wir schon die 3. Folge und konnten noch gar nicht im Update berichten, dass die ersten 2 kommen. Machen wir gleich. Ja. Ihr müsst dann überrascht tun. Hey, Lovecraft 5, was ist das denn? Hui, das ist ja neu für uns. Genau, so erwarten wir uns. Foreshadowing. Ja. Ja, 14. Dezember, 23 Uhr bei HR2, unser letzter Tipp für den ersten Block im Dezember, gibt es eine Ursendung bei HR2 und zwar ein Hörspiel von Daniel Hensel, Burn Witch Burn, willkommen in Büdingen. Das klingt doch sehr freundlich. Ja. Ja. Und damit Deckel drauf. Genau. Und dann machen wir jetzt erst das Update, weil da kommt ja jetzt die Lovecraft 5 Story. Ihr wisst schon Bescheid, wie wir da gleich sagen. 1 und 2. Wir verstehen uns. Ne? Ich zieh jetzt mal so das Augenlid nach unten. Zwinker, zwinker, kicher, kicher, hätte Alf jetzt gesagt. Genau, ja. Ja, wir fragen ab. Genau. Gut, dann bis gleich.